Hallihallo meine Süßen, ich grüße euch ganz herzlich zu einem neuen Video von mir. Und zwar, wie ihr im Titel schon gelesen habt, gibt es heute ein Haul. Ich war ja in Schweinfurt beim Abo-Treffen und ja, da habe ich gedacht, ich kaufe mir noch einige Dinge ein, so LEs und so. Und ja, ich zeige euch mal, was ich eingekauft habe. Ich war noch im Rossmann in Würzburg und habe mir auch einige Dinge mitgenommen, die mit Limited Edition angeschrieben waren. Und ja, ich zeige euch jetzt einfach mal, was ich mitgenommen habe. Die Preise werde ich euch wie immer wieder einblenden, falls ich die Kassenbons von all den Produkten finde und sonst halt die vereinzelten. Ja, als erstes habe ich mir im Müller mein Haarspray nachgekauft, die Schmusekatze. Die liebe ich ja über alles und bei uns in der Schweiz gibt es die nicht mehr. Also wurde aus dem Sortiment genommen und da war ich froh, dass ich es in Schweinfurt wenigstens mein Haarspray noch gefunden habe. Dann habe ich mir noch eine Handcreme gekauft von Balea, die Blaubeere. Es riecht unheimlich toll. Es riecht einfach schön süß, aber doch nicht allzu süßlich, also so, dass es man wahrscheinlich nicht so schnell verleidet. Ja, das ist ein richtig, also ich finde es auch noch ein bisschen so frisch und einfach toll. Die Produkte sind jetzt halt nicht alles nur von dem. Ich habe jetzt einfach eine Tüte voll und es ist jetzt halt ein Durcheinander. Deshalb kommen halt noch verschiedene Produkte. Aber ich denke, das spielt keine Rolle, oder? Dann habe ich von Synergen habe ich noch ein cremiges Peeling für Mischhaut gekauft. Ich wollte mal ausprobieren, wie das ist. Das ist mit Fruchtsäure, sollte porenverfeinend sein. Vom Geruch her kann ich jetzt nichts Spezielles herausriechen. Ja, mal schauen, wie das ist. Falls ihr ein Review dazu wollt, schreibt es mir einfach in den Kommentaren. Außerdem habe ich noch ein Synergen-Reinigungstuch mitgenommen. Das ist mit Himbeere. Also ohne Alkohol, empfehlend wasserfestes Make-up. Und ist für alle Hauttypen, 25 Reinigungstücher. Ja, bin mal gespannt, wie die so ist, ob es irgendwie mein Balea ersetzen kann. Also da bin ich mal absolut gespannt. Dann habe ich von Shiseido, das ist aus dem Netto, habe ich hier einen Augen-Make-up-Entferner mitgenommen, ist ölhaltig, für wasserfestes Make-up. Bin gespannt, wie die so ist. Ich bin jetzt ein bisschen durchtesten. Hier steht noch mit Provitamin B5. Ja, hier sind 125 ml enthalten. Ja, mal schauen, wie es so ist. Dann habe ich mir nachgekauft mein Fußbutter von Alverde. Das mag ich unheimlich gerne, weil es einfach unheimlich toll riecht und die Füße sehr toll pflegt. Ich weiß gar nicht, ob es von diesem hier noch eine größere Version gibt. Ich habe jetzt nur die kleine gefunden. Falls ja, schreibt es mir doch in die Kommentare, ob ihr wisst, ob es von diesem hier eine größere Variante gibt. Dann aus der neuen BB-Reihe, BB More, habe ich Bedtime Beauty gekauft. Seine reichhaltige Nachtcreme verleiht eine erholte, strahlend schöne Haut über Nacht mit Kaktusmilch und Arganöl. Also da bin ich mal gespannt, wie es so ist. Ich habe einfach so eine komische Haut, die bei mir im Winter eher so ja, Mischhaut bis ölige Haut ist. Und im Sommer habe ich eher trockene bis Mischhaut. Also meistens habe ich hier an der Nase herum trockene Stellen und ja, deshalb brauche ich im Sommer reichhaltige Pflege über Nacht und tagsüber eher dann etwas, was mattierend ist und deshalb habe ich mir das mal jetzt mitgenommen.
bin wirklich gespannt, ob die gut ist oder nicht. Also ich muss sagen, auch das Tiegelchen sieht sehr schön aus. Also vom Design her ist wirklich wunderschön gemacht. Oh. Und vom Duft her ist es eigentlich eher so ein typisch Bebe-Duft. Dann habe ich mir aus der Blaubeerreihe noch eine Bodycreme mitgenommen. Ich bin gespannt, ob es genauso riecht wie das, wie die Handcreme. Also da bin ich wirklich gespannt. Das ist halt noch zu. Dann habe ich noch ein Haarshampoo mitgenommen, jeden Tag Shampoo mit Blaubeere. Für jedes Haar betörendes Dufterlebnis, ist ohne Silikone. Ich habe ja noch Himbeere vom letzten Jahr. Ich benutze, also ich habe zwei, eins was ich für die Haare benutze und eins was ich für meine Pinsel benutze. Und ja, jetzt habe ich jetzt einfach mal noch die Blaubeere mitgenommen, weil ich einfach vom Duft her absolut begeistert bin und ja, mal schauen, ob es die Haare pflegt oder nicht. Also von dem Balea Himbeere bin ich eigentlich noch begeistert. Dann wollte mein Mann, dass ich dieses Indusch Body Milk mitnehme, denn er will das auch mal testen. Falls ihr eine Review dazu wollt, schreibt es mir doch auch in den Kommentaren, dann werde ich euch darüber berichten, wie es so ist. Es hat halt einen typischen Nivea-Geruch und ja, ich finde, es riecht ganz gut. Jetzt bin ich nur gespannt, ob es wirklich auch unter der Dusche so gut ist. Dann als nächstes habe ich noch die Duschcreme und Creme von Balea mitgenommen, auch in der Duftrichtung Blaubeere. Ich finde, es riecht unheimlich toll. Oh, das ist so wie so ein Bubblegum. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche Duftrichtung, aber ich glaube Huba Buba hat auch so einen Blaubeere-Duft. Ich finde das Licht einfach absolut genial. Oh, ich liebe den Duft. Ich möchte am liebsten jetzt schon unter die Dusche springen und mit dem duschen, aber ich habe noch so viele Sachen herumstehen, die ich noch aufbrauchen sollte. Ich sollte mir wirklich mal ein Kaufverbot erteilen. Was meint ihr? Ich glaube schon, oder? Dann habe ich als nächstes noch Brazilian Mango Deo Spray mitgenommen. Es gab ja einen Tester und habe ich mal aufgesprüht und dann musste ich es einfach mitnehmen. Es riecht unheimlich toll und also ich bin absolut begeistert. Falls ich nächsten Monat wieder zu DM gehe und ich begeistert bin, werde ich mir das bestimmt wieder mitnehmen. Aber jetzt probiere ich das jetzt einfach mal aus. Dann habe ich mir noch die Naschkatze mitgenommen. Es riecht ja nach Kirsche. Es riecht, weiß nicht, irgendwie so nach Mauern. Ich finde es unheimlich toll. Ich finde einfach das Design von dem Balea Limited Edition. Das ist, glaube ich, gar kein Limited Edition, oder? Steht auf jeden Fall nicht drauf. Also, auf jeden Fall finde ich das Design hier wunderschön. Absolut toll, da muss ich es einfach mitnehmen. Dann habe ich als nächstes von Altera, das ist auch so eine Limited Edition, Südseetraum für jede Hauttypen, ist mit Bio-Aloe Vera Extrakt, ohne Alkohol. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie es so ist. Falls jemand von euch das hat, schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr das so findet. Ja, ich kenne die Produkte nicht, ich weiß nicht, wie es ist. Ja, auf jeden Fall hat es hier auch 25 Stück. Dann nochmals ein Reinigungstuch, steht aber auch wieder Limited Edition drauf, auch wieder 25 Stück enthalten. Sind 3 in 1 milde Reinigungstücher, ist alkoholfrei, reinigen, klären, Augen-Make-up entfernen, ideal für unterwegs und auf Reisen. So sieht es aus. Dann habe ich noch 2 so Probiergrößen. Hier steht auch Limited Edition drauf. 3 in 1 milde Reinigungstücher, alkoholfrei.
Ja, da bin ich auch mal gespannt, wie die so sind. Dann habe ich noch zweimal Happy Birthday Maske. Danke, 25 Jahre. Gibt es Rivaldi Loop schon seit 15 Jahren? Wenn ja, dann ist es das. Hier steht auch Limited Edition, ist mit Kiwi und Litschi. Typisch asiatisch mit Litschi. Ich liebe Litschi. Dann habe ich noch eine von Synergen extra starke Anti-Pickel-Maske für unreine Haut. Durfte auch mit. Ich bin so eine totale Maske-Junkie. Das ist noch eine Wohlfühlmaske mit Erdbeer und Vanille, auch Limited Edition. Dann durfte zweimal meine 7 Tage Energiekur mit. Wie gesagt, ich brauche Feuchtigkeit, deshalb durfte das mit. Ich bin absolut begeistert von diesen Produkten. Dann durfte mit Reinigungsmilch mit Kiwi und Litschi. Ich benutze ja immer auch Reinigungsmilch. Und ich muss sagen, es riecht jetzt schon mal absolut genial. Ich weiß nicht, ob ich es bereuen werde, dass ich es nicht mitgenommen habe. Ja, auf jeden Fall riecht das unheimlich toll. Dann habe ich dazu das pflegende Gesichtswasser gekauft, auch mit Kiwi und Litschi. Durfte auch nicht fehlen. Oh Gott, es riecht einfach nur genial, Leute. Ihr müsst unbedingt mal daran riechen. Ich persönlich finde, es riecht unheimlich toll. Dann durfte nicht fehlen mein Augen-Make-up-Entferner. Ich bin ja absolut begeistert von diesem Augen-Make-up-Entferner hier. Es ist ölhaltig. Ja, ich kann einfach nicht genug sagen, deshalb durfte mal zwei mit, weil ich noch genügend Augen-Make-up-Entferner habe. Aber wenn die alle gehen, werde ich bestimmt dann mal nach Freiburg fahren, weil der nächste Rossmann ist in Freiburg, habe ich gesehen. Also sind auch wieder knapp 2 Autostunden von mir entfernt. Mal schauen, ob es sich dann lohnt oder nicht. Dann habe ich noch mitgenommen eine Waschgel, auch wieder mit Kiwi und Litschi. Ich habe das, glaube ich, das komplette Serie mitgenommen. Auf jeden Fall ist das für mich ein Must-Have. Oh Gott, ich liebe den Duft. Oh. Ja, dann habe ich noch aus der Apotheke Thermal mitgenommen. Das war eine Aktion, ich glaube anstatt 3 Euro hat es noch 2 Euro gekostet oder so. Dann habe ich mir noch eine Duschcreme mitgenommen, das Vitamin und Joghurt mit Erdbeer, Kirsche, Granatapfel, Himbeere, Aprikose, Orange. Ja, so sieht es aus und es riecht unheimlich toll. Oh. Dann durfte noch Vanille und Macadamia Creme Dusche mit. Riecht auch unheimlich toll, das habe ich auch zweimal gekauft. Wenn ich es finde, hier. Dann durfte noch eine Duschgel mit Orangen Granatapfel. Riecht auch unheimlich genial. Ihr müsst unbedingt mal daran riechen, wer einen Rossmann in der Nähe hat. Dann habe ich noch eine Cremedusche mitgenommen. Shea Butter und Passionsfrucht. Riecht auch unheimlich toll. Müsst ihr auch unbedingt mal daran riechen. Dann habe ich noch eine kleine Reisegröße gekauft. Ist aber nicht für mich. Das wird dann weiter verschenkt. Dann habe ich aus der BB More Reihe Melt Away schäumendes Reinigungsmus. Reinigt sanft und spendet Feuchtigkeit mit Jasminblütenwasser und Papayamilch. Da bin ich wirklich auch gespannt, wie es ist. Also, ich bin auf die komplette Serie richtig gespannt. Ich habe mir jetzt fast alles aus dieser Reihe mitgenommen. Ja, dann habe ich 3 Probiergrößen noch mitgenommen aus der Bright Up Reihe. Weil ich wollte da doch nicht die komplette Reihe mitnehmen. Also ich habe doch auch Augencreme habe ich noch hier und ein Gesichtswasser.
Und ja, für Tagescreme brauche ich ja eins, was mattierend ist. Und ich bin bei diesem hier nicht sicher, ob es mattiert. Deshalb habe ich es nicht mitgenommen. Dann habe ich hier noch eine Be Natural 100% Natural Beeswax Lip Balm gekauft. Das ist jetzt auch neu bei Müller. Dann habe ich vom Rivaldi Loop noch den Kabuki mitgenommen. Schwärmen ja auch viele davon. Ich weiß jetzt nicht, ob es dieses hier ist. Ja, habe jetzt einfach mal mitgenommen. Bin jetzt gespannt. Dann habe ich von P2 noch eine Match Dream Eyeshadow gekauft. Das ist so ein wunderschönes Braun. Das benutze ich dann einfach zum Verblenden oder einfach in der Lidfalte als eine Übergangsfarbe quasi. Dann durfte diese Eyeshadow Cream nicht fehlen. Das war ja auch in der DM Lieblinge Box oder wie das hieß. Ich habe es bei der lieben Hanni Lenchen gesehen und deshalb muss ich das mir einfach mitnehmen, weil ich ja einfach absolut begeistert bin von diesem hier, weil es noch einen Primer mit dabei ist. Oder ja, es, wie sagt man? Eyeshadow Creamy Primer, wisch- und wasserfest. Das hat mich jetzt überzeugt, deshalb durfte es einfach mit. Dann habe ich aus der Rivaldi Reihe, hier steht neues, eine längere Wimper, Going Longer Lash Booster Serum. Hier steht, das transparente Wimperserum wurde speziell für die Pflege der Wimper entwickelt. Bei regelmäßiger Anwendung kann es zur Stärkung der Wimper beitragen und das Wimperwachstum erhöhen. Auch als Mascara-Base für die tägliche Anwendung geeignet. Da bin ich jetzt absolut gespannt, wie es ist. Ich weiß nicht, soll ich mal eine Review dazu machen? Schreibt es mir in den Kommentaren, wenn ihr mögt. So, dann habe ich noch einen Kohl Kajal mitgenommen von Max Factor. So einfach so ein Nude, was ich für die untere Wasserlinie gerne verwende, wenn ich mal einen starken Augen-Make-up geschminkt habe, damit mein Auge ein bisschen größer wirkt, benutze ich gerne so ein Nude Kajal. Ich habe bis jetzt nur weiße und weiß finde ich ein bisschen zu heftig. Dann habe ich noch einen Eyeshadow Base mitgenommen von Rivaldi Loop. Dann habe ich noch ein Quattro Rouge Puder mitgenommen. Dann habe ich noch im Teddy, glaube ich, war es. Solche Ohrringe gekauft. Drei verschiedene Farben. Das eine ist noch hier. Und sind so Hawaii-Look-mäßig. Fand ich unheimlich schön. Durfte auch mit. Dann noch das passende Armkette zu dem Violetten. Fand ich unheimlich schön. Leider gab es zu den anderen keine passende mehr, deshalb habe ich nur eins mitgenommen. Dann von Müller habe ich noch solche schöne Blumenohrringe gekauft. Ich liebe ja Blumen. Dann habe ich noch Pickle Break gekauft mit Teebaumöl. War runtergesetzt gewesen, deshalb durfte es mit. Dann noch eine neue Mascara von Max Factor's Wild Mega Volume. Das ist ein Dupe zu dem CoverGirl. Nein, nicht ein Dupe, das ist die Geschwister, also die Schwestermarke von CoverGirl. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die neue heißt. So sieht es aus. Ich habe schon einmal verwendet, aber da fand ich es nicht so gut. Ich werde es noch ein bisschen weiter testen. Dann kommen wir zu P2. Aus der Poolside Party LA habe ich noch einen Liquid Eyeliner gekauft. Die Swatches davon könnt ihr gerne auf meinem Instagram, auf meiner Instagram-Seite sehen. Ja, dort werde ich dann meine Swatches. Dann habe ich noch eine Summer Flirting Duo Eyeshadow gekauft. Und ich muss sagen, es gab drei verschiedene und diese hier hat mir am besten gefallen. Ich weiß nicht, ob man es auch
diesen Ton hier als Blush noch verwenden kann und diese hier als quasi als Bronze. Ich denke aber nicht. Aber diese hier hat mir am besten gefallen. Das ist die 030 Rising Sun. Dann durfte nicht fehlen die beiden Blushes. Es war einmal die 010 Fresh Peach. Wie der Name schon sagt, so ein peachiger Ton. Wie die liebe Sandy Licious sagen würde, ein peachiges Koralle Farbe mit einem Hauch von Orange oder so, sagt sie immer. Bin jetzt gar nicht mehr sicher. Dann noch die Farbe 020 Get Sun Kissed. Das ist jetzt so ein natürlicher Braunton. Ich finde beide unheimlich schön, deshalb durfte beide mit. Und dann kommen wir zu dem Wet and Wild Sachen. Ich war ja noch im Schweinfurt im E-Center, also im Edeka. Dann habe ich mir einfach noch einige Wet and Wild Produkte mitgenommen. Und zwar einmal ein Blush, und zwar in der Farbe Soye Chine, glaube ich. So schaut es aus. Dann habe ich noch eine Sessel-Palette gekauft, und zwar in der Farbe Vanity, glaube ich. Das ist so einfach natürlicher Braunton. Dann noch die Farbe Last Desire. Dann noch ein Trio. Ein Cool as a Cucumber. Auf jeden Fall Gurke. Cucumber oder so etwas. Ich kann das einfach nicht aussprechen. Ich glaube, da haben viele Probleme, damit das Wort auszusprechen. Dann habe ich noch eine Single Eyeshadow gekauft. Also Mono Eyeshadow, und zwar in der Farbe Creme Brûlée. Das würde ich gerne als Highlighter-Ton verwenden. Dann habe ich noch einen schönen Nagellack gekauft. Ich weiß jetzt gar nicht die Farbbezeichnung. Grace Anatomy, glaube ich, heißt die. Die Kamera gibt es toll rüber. Dann noch einen Lippenstift. Move Out of Here. Irgendwie so. Und so sieht die Farbe aus. Ich packe die jetzt noch nicht aus. Und dann noch einen Lippenschimmer, ist quasi ein Lippenpflegebalsam mit ein bisschen Hauch von Farbe. Und dann noch zwei Lip Balm mit SPF 15. Einmal in der Duftrichtung Wassermelone und einmal Himbeere. So schaut es aus. Und ich muss sagen, es riecht unheimlich toll. Ja, das war's jetzt von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ich habe wieder einiges an Geld ausgegeben. Die Tüte ist jetzt leer. Ich habe es einfach hier drin gehabt. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Es tut mir leid für die Lichtverhältnisse, aber ich bin erst jetzt nach Hause gekommen, und ja. Ich wünsche euch soweit einen wunderschönen Tag, und wir sehen uns dann hoffentlich in meinem nächsten Video wieder. Und bis dann, meine Lieben. Tschüss!